Hallo, hier ist Kai. In der Wunderkesselküche gibt's jetzt noch ein schnelles Halloween-mäßiges Dessert und zwar Oreo Parfait. Was wir brauchen, sind einfach nur 12 Oreo-Kekse, etwas Zuckerstreusel, ich habe ja orange und schwarze, schön Halloween-mäßig. Wir brauchen 400 Gramm Frischkäse und etwas Puderzucker. Eigentlich ist es total simpel. Die 12 Oreo-Kekse werden jetzt geschreddert im Thermomix und zwar so, dass sie eine schöne feine Masse ergeben. Ich würde mal sagen, so auf Stufe 5, etwa 4-5 Sekunden. Das müsst ihr dann kontrollieren. Ja, Stufe 5, 4 Sekunden, hat genau gereicht. Dann haben wir hier eine schöne krümelige Mischung. Das füllen wir um in eine Schüssel. Den Frischkäse, den süßen wir einfach mit Puderzucker. Ich fürchte nur, die Schüssel ist ein bisschen zu klein, um das ordentlich umzurühren, aber er muss halt etwas gesüßt sein, nicht zu süß, weil die Oreo-Kekse ja an sich schon eine starke Süße haben. Und dann schichten wir das Ganze in Gläser. Ich probiere das jetzt mal ordentlich hier zu machen. Normalerweise ist für sowas meine Tochter zuständig, die kann viel besser dekorieren als ich, aber Versuch macht klug. Also unten ein paar von den zerbröselten Oreos rein, dann Frischkäse drauf, das machen wir ein bisschen mit 2 Löffeln. Frischkäse drauf, eine Schicht, dann ein paar von den Bröseln, schwarz-orange, da können wir mischen und die nehme ich auch besser mit dem Löffel hier. So, dass das nett aussieht. Dann wieder eine Schicht von dem Frischkäse. Und obendrauf noch welche von den Oreo-Keksen. Ich finde, das kann man so lassen. Nicht schön, aber schmeckt bestimmt. Wie gesagt, ich bin kein Deko-Profi. Ist aber nicht schlimm, so hat jeder seine Kernkompetenz. Ich mache da jetzt noch so einen Klecks oben drauf. Einfach der Optik wegen, weil das sonst ein bisschen zu schwarz ist da oben. So, ein bisschen noch von den Orangen drauf. Kann man lassen. Ja, ich finde, das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus für das erste Mal. Ja, ein bisschen Halloween-mäßig dekoriert. Ich habe mich jetzt gerade entschieden, das nicht zu essen, denn ich werde das genauso heute Abend nach dem Abendessen auf den Tisch stellen und dann freuen sich meine Mädels darüber. Ich habe aber noch ein paar Oreo-Krümel übrig gelassen und habe die mal mit dieser Frischkäse-Creme hier vermischt. Dann weiß ich in etwa, glaube ich, wie es schmeckt. Es sind ja sonst auch nur noch diese Zuckerperlen drin oder diese Zuckerstreuselchen. Also, die Mischung Oreo-Frischkäse ist großartig. Ich bin auch froh, dass ich den jetzt nicht zu süß gemacht habe, diesen Frischkäse, weil Oreo selbst ja auch sehr süß ist und auch die Zuckerstreusel wahrscheinlich auch noch einiges dazugeben. Aber es schmeckt so ein bisschen wie, als Kind hatten wir mal so Mohrenkopftorte. Weiß nicht, ob ihr das kennt. So ähnlich schmeckt das. Es ist überhaupt nicht viel Arbeit und schnell gemacht, sieht nett aus und geschmacklich ist es echt sehr gut. Aber ich merke schon, nach 1,5 Löffel, es füllt. Ja. Probiert's mal aus, was ihr damit macht, könntet ihr mir auch gerne schreiben. Entweder in die Kommentare oder in unserem Forum. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht habt ihr noch andere Ideen, was man noch alles an Desserts machen kann. Nicht nur für Halloween. Weihnachten steht ja quasi vor der Tür. Seit 2 Monaten liegen die Christstollen schon im Laden. Schreibt mir einfach und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Dazu am besten den Kanal abonnieren. Dann werdet ihr informiert, wenn es was Neues gibt. Bis dahin sage ich alles Gute und tschüss.